Und ich freue mich sehr, dass bei mir jetzt sind Jasmin Jabarian und Lisa Nied. Und wir wollen jetzt über eine Studie sprechen, die noch gar nicht veröffentlicht ist. Eine Explorationsstudie, die der Stifterverband zusammen mit der Heinz-Nixdorf-Stiftung im Rahmen der Initiative Zukunftsmission Bildung in Auftrag gegeben hat. Und ihr habt mal so einen Blick über den Tellerrand gewagt und versucht so mal zu gucken und wie so ein Scan zu machen, wo sind eigentlich schon erfolgsversprechende Konzepte, wo können wir vielleicht ein bisschen was lernen, was können wir uns abgucken. Und da wird es ja eine Menge geben. Insofern war diese Studie wahrscheinlich nicht unaufwendig. Bevor wir darüber plaudern, erst noch mal kurz ein bisschen was zu euren Personen. Jasmin, du bist Teamlead Innovation and Internationalization im Programmbereich Digitale Transformation und innovative Lernorte beim Stifterverband. Und Lisa, du kommst von der Technopolis Group oder vom Technopolis Büro, so steht es hier, genau. Und du leitest da den Bereich Education Skills und bist die stellvertretende Leitung für die Gruppe auch. Und ihr habt im Auftrag des Stifterverbandes die Studie durchgeführt, richtig? Genau, richtig. Genau. Ja. Okay, ja, super, dass ihr beide da seid. Ich muss zugeben, in der Vorbereitung, ich habe die Sachen gelesen und gedacht, was ist eigentlich eine Explorationsstudie und was ist das genau? Und ich habe mich sehr gefreut, dass ich jetzt einfach diese Frage hier an dich geben kann. Jasmin, erzähl mal, was hat es mit dieser Studie auf sich, die ihr da in Auftrag gegeben habt? Ja, ich gebe gerne ein paar Einblicke zusammen mit Lisa. Ich glaube, vielleicht ganz kurz vorab, so zum Hintergrund, also warum eigentlich und dann vielleicht auch dieses wie sind wir vorgegangen, was hat es eigentlich mit der Explorationsstudie auf sich? Ich glaube, wir sind uns alle hier einig, dass es sehr komplexe Herausforderungen gibt, vor der wir als Gesellschaft stehen. Das heißt, sich überlagernde Krisen, Fachkräftemangel, Wohlstand, Demokratie in Gefährdung. Und die Frage, wie eigentlich Hochschulen oder die Überzeugung, dass Hochschulen da eine ganz besondere Rolle spielen können, um Lösungsansätze zu entwickeln, in die Umsetzung zu bringen und da eben auch ja, als Katalysatoren von Transformation zu wirken. Ich glaube, da besteht eine Einigkeit und die Kernfrage oder eine neue Dringlichkeit, die sich jetzt aktuell zeigt, ist einfach, dass jetzt die Hochschulen von morgen gestaltet werden müssen. Und ich glaube, wir sehen an vielen Stellen, dass schon sehr innovative Konzepte in der Umsetzung sind, dass InnovatorInnen an Hochschulen ganz Großartiges leisten. Aber die Frage so ein bisschen, wo sind eigentlich die Zukunftsmodelle, die Modelle, von denen man lernen kann? Und die gibt es in Deutschland, aber die gibt es natürlich auch im internationalen Kontext. Und die Explorationsstudie hat sich dem gewidmet, mal zu kartieren, wo sind denn eigentlich zukunftsfähige Konzepte, von denen man lernen kann, Modelle, die inspirieren, die ja auch hinsichtlich ihres Transferpotenzials für den deutschen Hochschulraum, Hochschulkontext nochmal analysiert werden können und dann eben zu ja, wirkungsvollen Veränderungen auch in Deutschland führen können. Und das hat es mit der Explorationsstudie auf sich, die, wie du schon richtig gesagt hast, im Kontext der Zukunftsmission Bildung entstanden ist oder jetzt in den letzten Zügen kurz vor Veröffentlichung. Was ist das für eine, diese Zukunftsmission Bildung? Ja, die Zukunftsmission Bildung ist eine Gemeinschaftsinitiative des Stifterverbandes und seiner Partner. Und ich glaube, es lässt sich ganz gut unter dem Motto zusammenfassen, unter dem die Zukunftsmission steht, gemeinsam handeln, Ressourcen bündeln und Wirkung erzielen. Also die Kernfrage der Zukunftsmission Bildung ist im Prinzip, wie können wir das Bildungssystem in die Lage versetzen, mehr Menschen mit den notwendigen Kompetenzen aus- und weiterzubilden. Und da ist vor allem der Ansatz, stärker in ja, Allianzen zu denken, umsetzungsstarken Allianzen, das heißt, Kräfte zu bündeln und gemeinsam Wirkung zu potenzieren. Und ich glaube, was auch sehr wichtig ist, ist so dieses, es bestehen, und das zeigt sich ja auch in der Explorationsstudie, es bestehen schon super spannende Initiativen und Lösungskonzepte und wie können wir die jetzt eigentlich wirkungsvoll skalieren, sodass sie in die Breite wirken können und dass wirklich auch im System Veränderungen bewirkt werden können. Also Kräfte bündeln, damit man schnell zu Fortschritten kommt sozusagen. Und gemeinsam eben auch mehr leisten kann als alleine. Ja. Ich glaube, das ist so das Zentrale oder die Bottomline bis zu einem gewissen Grad. Ja. Zurück zu der Studie. Ja. An wen richtet die sich? Also wer kann davon profitieren? Ich würde sagen, im Prinzip richtet sich die Studie natürlich schon natürlich an Hochschulen, an Hochschulleitungen bzw. EntscheiderInnen an Hochschulen, Personen in strategischen Positionen. Aber ich glaube, man kann auch wirklich sagen, sie richtet sich an alle, die
in ihren Wirkungsstätten, in ihren Bereichen die Zukunftsfähigkeit von Hochschulen und damit ja auch von Gesellschaft und Wirtschaft stärken wollen. Das heißt, sozusagen strukturell Veränderungen bewirken wollen, aber auch sozusagen auch so bottom-up in ihrem Bereich als Lehrperson, als Studi, als Dekan und Co. Also das, ich glaube, da steckt tatsächlich viel Inspiration für ganz verschiedene Statusgruppen drin und richtet sich natürlich auch an politische Akteuren, weil natürlich auch Rahmenbedingungen, die oder Rahmenbedingungen geschaffen oder vielleicht noch weiter gefördert werden müssen, die eben ermöglichen, dass bestimmte Innovationen oder bestimmte Herausforderungen gut gelöst werden können. Und ja, also das ist vielleicht der kleine Werbeblock für die Studie, aber ich glaube, sie kann für viele verschiedene Gruppen sehr spannend sein und freuen uns da auch drauf, dann auch eben die Studie so ein bisschen auch als Diskussionsstartpunkt zu nehmen, um dann auch zu überlegen, okay, und jetzt, weil es soll auf jeden Fall was sein, womit es dann eben auch weitergeht und wo wir auch sagen können, dieses Inspirationspotenzial wird genutzt, um darauf aufzubauen und auch eben auch im Sinne der Zukunftsmission Bildung weiter mit Partnern daran anzuknüpfen und zu schauen, dass eben auch ja, wirkungsvolle Veränderungen vorangetrieben werden können und sich dann auch wirklich manifestieren an den Hochschulen. Werbung funktioniert. Also ich bin jetzt schon total neugierig. Ich denke so, boah, krass, was wird denn da alles so rumkommen? Jetzt hatte ich das eingangs schon gesagt. Ja, wir wollen mal so gucken, was es schon so gibt in der Welt. Stelle ich mir einen ziemlich aufwendigen Prozess dabei vor. Lisa, ihr habt das durchgeführt. Wie geht man denn sowas bitte an? Wo fängt man an? Ja, genau. Ja, gute Frage. Wie seid ihr da vorgegangen? Wir sind vorgegangen. Wir haben erstmal geschaut, ein bisschen theorielastiger oder ein bisschen literaturlastiger geschaut, zusammen mit natürlich dem Stifter Verband und auch einem Expertinnenbeirat. Was sind denn eigentlich die Pain Points aktuell oder die Herausforderungen in Lehre und Bildung an den Hochschulen im deutschen System, also mit Fokus auf dem Deutschen, obwohl man es oft hochskalieren kann aufs Internationale. Und diese Pain Points, da sage ich gleich nochmal was zu, die sind, das sind vier und die geben dann der Studie erstmal einen Rahmen. Genau, und das war eigentlich der allererste Schritt, das hat viel Spaß gemacht, weil wir erstmal sagen mussten, in welchen Bereichen bewegen wir uns. Also der Painpoint Nummer eins ist einfach sozusagen das Thema unzureichender Zugang und eine heterogene Studierendenlandschaft. Also wir brauchen mehr Leute, heterogenere Gruppe an Personen, die zum Studium finden, die studieren und den Eingang ins Studium finden. Das zweite Thema ist sozusagen eine mangelnde Dynamik. Also es sind ja Painpoints. Also wo tut's weh? Es tut weh. Es tut weh, weil wir eine mangelnde Dynamik in den Lehr- und Lehrinhalten haben, die sich an die Kernkompetenzen und an neue Kompetenzen anpassen müssen. Also was lernen wir? Und damit gehen wir auch gleich in den dritten Painpoint über, wie lernen wir es denn eigentlich? Mhm. Das ist bei uns so ein bisschen die Learning Experiences. Wie sind die innovativer? Wie können wir hier flexibler sein? Wie das Wissen vermittelt wird? Und last but not least auch die Frage, in welchen Strukturen wird denn gelernt? Und genau, wieder der Pain, wieso haben wir eigentlich eine fehlende Agilität? Also warum sind diese Strukturen oft so festgefahren oder leider ein bisschen zu festgefahren, um auf Innovation reagieren zu können? So, das heißt, hattet ihr so vier Punkte, wo ihr wisst, für sowas suchen wir genau. Konzept erstmal. Schlauer Ansatz. Genau. Und dann, das war eigentlich der schönste Moment, so in diesem ersten Schritt haben wir die Community gefragt. Also wir haben einen wirklich größeren Crowd-Information-Ansatz gewählt und haben über LinkedIn, über unsere internen Communities, Stifterverband, Technopolis, den Beirat versucht, die möglichst viele, und wir haben insgesamt 170 gemappt, innovative Ansätze zu finden. Wow. Also wirklich eine riesen Excel-Liste, um es ganz einfach zu sagen. Und dann haben wir gesagt, wir müssen davon jetzt sieben auswählen, an die wir wirklich heranzoomen wollen, wo wir Interviews führen, wo wir in die Literatur gehen. Und wie adressieren diese sieben innovativen, in diesem Fall internationalen Fallstudien, adressieren die diese vier Pain Points? Was haben die für Ansätze, die hier Lösungen für bieten? Und die haben wir dann rangezoomt und ja, sehr viele, sehr interessante Lösungsansätze gefunden. Ich will nicht sagen, dass jeder Ansatz für jede Hochschule im System irgendwie relevant ist oder auch nur wichtig ist, aber sie bieten Möglichkeiten zur Inspiration, zum Überlegen, im Idealfall auch zum Umsetzen oder auf jeden Fall zum Versuchen des Umsetzens. Also es ist sozusagen so ein bisschen den Ball ins Rollen bringen, wenn jemand diese Studie liest und überlegt, was kann ich denn anders machen oder was sollten wir denn anders machen. Und vielleicht auch wirklich zu verstehen, wie funktioniert das eigentlich vor Ort, ne? Und was sind vielleicht auch Fallstricke, beziehungsweise warum gelingt das eigentlich dort und was bräuchte das eigentlich hier, damit das gelingen kann. Ja. Also deswegen, ich finde dieses Explorieren
und besser auch reintauchen. Diese Deep Dives, die wir gemacht haben, glaube ich, sehr spannend und einen schönen Ansatz, um dann wirklich auch ein bisschen tiefer zu verstehen, warum andernorts vielleicht Dinge anders gelingen. Aber diese, wie viel hast du gesagt? 170, über die erfahre ich trotzdem auch was. Also ihr habt jetzt nicht gesagt, wir nehmen nur diese 700. Also die Explorationsstudie ist eine Fallstudie, also das ist fallstudienbasiert, sagen wir es mal so. Das heißt, die Deep Dives sind 7 Fallstudien. Das heißt, von den 170 zoomen wir an 7 ran. Genau. Man kann wahrscheinlich über die anderen auch etwas finden. Das ist noch ein bisschen die Frage, wie wir die in der Studie auch mit, also weil in die können wir halt nicht deep diven, weil wir können ja nur in 7 reingehen, um überhaupt erstmal ins Detail heranzoomen zu können. Aber genau, ich glaube, es gibt Ansätze aus allen 7 Fallstudien für alle 4 Painpoints und dementsprechend sind schon viele innovative Ansätze dabei, also über 7 hinaus, weil die verschieden adressiert werden. Und glaube ich auch ein Pool, der dann tatsächlich auch im Rahmen der Zukunftsmission Bildung beziehungsweise des Vision Tracks, das ist sozusagen die Anordnung dann bei uns der Studie oder wo sich die Studie einbettet, wo es eben darum geht, eher ko-kreativ, explorativ zukunftsfähige Hochschule zu stärken, beziehungsweise die Zukunftsfähigkeit von Hochschulen zu stärken. Und ich glaube, da werden wir auf jeden Fall auch immer wieder auch auf diesen Pool mit zurückgreifen können, der da eben auch mit viel Community-Expertise, internationalen ExpertInnen zusammengestellt wurde. Also ist auf jeden Fall was, auch weiter wirkt. Genau. Du hattest ja gesagt vorhin den Begriff kartieren. So, das habe ich die ganze Zeit noch vor Augen. Also wo auf der Karte muss ich mir denn diese Projekte überall vorstellen? Weltweit meinst du? Also die sind wirklich weltweit. Die sind, die gehen von den USA bis hin nach verschiedenen Orten in Europa, nah an Deutschland und weit weg von Deutschland. Bis hin nach Afrika, wenn ich mich richtig erinnere. Also wirklich, wir haben ein internationales Setting versucht abzudecken. Nichtsdestotrotz, also wir haben die schon auch kriterienbasiert ausgewählt. Das heißt, es war schon wichtig auch zu schauen, was davon ist denn relevant für den deutschen Hochschulkontext und was ist vielleicht auch früher oder später übertragbar. Also nicht, wir haben eine Wildcard, das heißt, da haben wir gesagt, da wissen wir nicht, ob das erstens Impact haben kann und zweitens übertragbar ist, weil wir wollen es uns trotzdem angucken. Mhm. Aber sonst war schon der Fokus auch auf, ist es übertragbar, ist es relevant für uns? Weil man hätte natürlich auch ganz wild in jede Richtung laufen können. Jetzt haben wir schon ganz viel über die Studie und wie ihr vorgegangen seid und so weiter gesprochen, aber wir wollen natürlich ein bisschen was über die Ergebnisse hören. Wird eigentlich erst Ende Juni veröffentlicht, aber jetzt auf dem UF wird ja das eine oder andere hier auch schon transparent gemacht. Könnt ihr uns ein paar Einblicke geben? Genau, also was ich gerne mache, ist, dass ich mal ein paar von diesen innovativen Ansätzen so antrigger, ohne jetzt zu sagen, wo genau die herkommen und ohne die im Detail im Deep Dive hier erklären zu können. Also zum Beispiel zur Frage des Zugangs, also wie können wir mehr eine breitere Studierendenlandschaft adressieren, gucken wir uns zum Beispiel innovative Zulassungsverfahren an, also weg von diesen formalisierten Qualifikationen und Abschlüssen und hin zu zum Beispiel gamifizierte Zulassungstests. Das heißt, man macht digital irgendwie Games mit und kann nicht nur darüber, aber halt erweitert darüber für ein Studium zugelassen werden. Innovativer Gedanke auf jeden Fall wert. Und ja, in einer unserer Fallstudien wird das schon gemacht. Das gucken wir uns an. Wenn man jetzt auf die fehlende Anpassung von Lehr- und Lerninhalten guckt, da haben wir uns angeguckt, einerseits personalisierte Curricula, also nicht one size fits all, ein Curriculum, das Studium machen alle, sondern was braucht dieses Individuum und was braucht es, um danach hier den Fachkräftemangel mit adressieren zu können. Das heißt, sehr personalisiert auf eine einzelne Person oder eine andere Lösung oder ein anderer innovativer Ansatz, der jetzt nicht ganz neu ist, aber den wir uns sozusagen nochmal neu aufgerollt haben, ist Challenge-Based Learning. Das heißt, das, was man lernt, ist angeknüpft entweder in dem Fall zum Beispiel an einen Wirtschaftspartner oder an die Gesellschaft, an eine Herausforderung. Das heißt, ich lerne nicht einfach mal so A, B, C, D, E, sondern ich adressiere ein Thema, was eine Herausforderung darstellt, zusammen mit dem Partner im Idealfall. Jetzt wird es, glaube ich, zeitlich ein bisschen eng. Ja. Das Gute, also ich bin gerade wirklich gebannt und höre zu. Aber das Gute ist, es gibt, das passt ganz gut, gleich um 14:45 auf der Mainstage dazu auch eine Session mit Andrea Frank und Ulrich Müller, wo wahrscheinlich das noch mal ein bisschen fortgeführt wird, was du hier, ich denke auch, wie du gesagt hast, jetzt anteaserst. Insofern hast du da den richtigen Begriff gewählt. Mega spannend. Also danke, dass ihr uns so ein bisschen Einblicke gegeben habt, wie ihr an diese Pain Points rangeht. Und dann, wer das jetzt gleich auf der Mainstage nicht schauen kann, ab wann kann ich wo mehr zu dieser Studie lesen? Ab Ende Juni und ich glaube, vielleicht ist sogar schon im Chat passiert. Wir haben ein Formular aufgesetzt. Wenn ihr Interesse habt, die Studie zugeschickt zu bekommen, wenn sie veröffentlicht ist, dann tragt euch da gerne ein und dann erhaltet ihr sie direkt frei Haus.
Super. Danke euch beiden. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.